Hallo, ihr Lieben. Hallo zusammen. Heute wieder Neues aus der Werkstatt. Genau. Und was haben wir hier? Was ganz Neues. Ein Unfall. Wir sind gerade die Stoßstange hinten am Demontieren. Was passiert ist, ist es ein guter Kunde, aber auch ein Freund von mir. Und, du hast eine Menge Freunde, ne? Ja, ja. Das ist aber auch nur lieber, der hier. Der ja. Ich kenne den auch. Der ja. Der hat gebremst, ihm ist hinten einer draufgefahren, also ganz klar Auffahrunfall. Der andere trägt die Schuld und trägt auch die Kosten dafür. Was wir jetzt mal zeigen wollen ist, der ist ja hier voll draufgeklatscht, das war ein Mitsubishi E-Auto, der hat richtig Rums gehabt, also richtig voll hinten draufgeklatscht. Diese E-Autos, oh. Genau, da kommt ja noch ein bisschen was, da sind wir gerade ein bisschen mit meinem E-Auto am Spielen. Na, da kommt was, freut euch drauf. Auf jeden Fall, wollen wir jetzt mal sehen, wir bauen die Stoßstange ab, gucken, wie viel ist da drunter noch kaputt. Nachher kommt ein Sachverständiger, der sich den Schaden anschaut. Und jetzt bauen wir erstmal runter und gucken, was ist kaputt da drunter. Und dann berichten wir mal. Zwischendurch erzählen wir euch noch ein bisschen Sachen, genau, wie man mit so einem Schaden umgeht. Was man da beachten muss, was damit man auf der sicheren Seite. Soll ich mal aufmachen hier? Achso, ja, okay, ja. Dann können wir besser rausziehen, ne? So. Aha. Hat er wieder diesen VW-Stecker da dran? Ja, das macht dir doch Spaß. Ich liebe diesen VW-Stecker. Warte mal, der ist aber eingepackt in Dreck. Guck mal hier. Ist natürlich bedingt dadurch, dass er hinter dem Stoßfänger sitzt. Und ich erst zusammendrücken, Jürgen. Ja, ich bin ja dabei. Aber hier ist so viel Dreck drin. Ah, mein Gott, du hast das geschafft. Irre, Wahnsinn. Okay, schauen wir mal. Stoßstange ist natürlich klar, die ist kaputt. Die ist gerissen. So, dann hat er hier, okay, der hat die ganze Kraft hier drauf bekommen. Auf den Träger? Auf den Träger drauf bekommen. Ist die hier reingegangen? Hm. Wie sieht denn die andere Seite aus? Ja, die sieht genau. Das sind Delle drin. Da. Das sind Delle drin. Der hat den da reingedrückt, ne? Schwer zu sehen. Ja, der Patrick sagt, er kann so eine Delle drin sehen, Holger. Mit der Kamera. Das ist natürlich hier sind doch, diese. Doch, der ist drin. Der ist drin. Ja? Ja, hier an der Stelle ist er drin. Ja, hier. Da ist er reingegangen, an dieser Stelle. Ja. Da ist er reingegangen. Das sieht anders aus wie hier vorne. Da ist das nicht so weit drin als hier. Gehen wir mal hier rüber. Ja, da ist hier was reingegangen, da sieht man auch den Knick hier. Da. Kann man da von innen auch was sehen? Ja, das ist, wenn du so einfach so schlichtig drüber schaust, siehst du das nicht? Ja. Aber dieser Knick hier, der deutet stärker. Ja schon ein bisschen drauf hin, dass da irgendwas passiert sein genau, muss. Ne? Genau. Genau da an dieser Stelle. Da diese, also der Stoßfänger, dieser Kunststoffstoßfänger alleine, der hält ja nichts auf. Aber hier ist dann nochmal so ein Träger hier dahinter, auch, so ein Bumper. Hier. Ja, komm hier. Da ist Lack abgegangen. Da hat er geknickt. Ja, da, wo Lack abspringt, ist meist ein Knick. Das heißt, der wird dann auch noch gerichtet werden müssen. Hier unten drunter auch, guck mal. Hier. Da ist er auch drin. Ja, da hat er auch Wellerform. Okay, die meiste Kraft hat er hier drauf bekommen. Kannst du denn hier was sehen, Holger? Unter dem Teppich, dass der da irgendwo gestaucht ist? Ja, da siehst du nichts. Da ist nichts. Ist nichts von vorne. Du siehst es hier hinten am Heckblech, siehst du das? Also da wird das Heckblech in Stand gesetzt werden müssen. Und das Problem ist doch, hier hat hier das Skoda-Zeichen reingedrückt und hier auch einen drauf gekriegt. Ja. Also die Heckklappe hat auch einen Schaden. Müssen wir einen Aufkleber drauf machen, ne? Autodoktor-Aufkleber. Machen das ab und mal einen Autodoktor-Aufkleber. Ja, das Aufkleber, das ist schon das Stichwort dafür, wie man dann mit seinem Schaden umgeht. Was mache ich damit? Ich kann natürlich dadurch, dass der andere schuld ist, den kompletten Schaden einmal abtreten. Das heißt, ich gehe zu meinem Rechtsanwalt, sage, Rechtsanwalt, hier, kümmere dich um mein Auto, mach alles Notwendige, was da zu tun ist. Dann gebe ich das Ding in die Werkstatt, die reparieren den, schicken die Rechnung und an die Versicherung und das wird dann komplett abgerechnet. Okay, also Rechtsanwalt kann man machen, dann kann aber auch zur Werkstatt gehen, kann sagen, hier Werkstatt, ich unterschreibe hier die Abtretungserklärung, kümmert ihr euch um alles. Wir als Werkstatt empfehlen dann,
wenn man nicht viel Arbeit haben will, genau das, was der Jürgen sagt, zum Rechtsanwalt zu gehen, dann macht man auch nur eine Unterschrift und der Rechtsanwalt kümmert sich dann komplett um den Rest von die Schadensabwicklung. Was man auch machen kann, ist, man bringt den Wagen in die Werkstatt, wie jetzt hier der Carsten es sehr wahrscheinlich macht. Wir lassen ein Gutachten erstellen, das heißt, der schreibt auf, was das alles kostet. Sagen wir, es ist ein Schaden, wir wollen 2.000, 2.500, je nachdem, was passiert ist. Ja, genau. So, und dann gibt es auf die 2.500 Euro, und dann wird der Carsten jetzt zum Beispiel an der Stelle sagen, weißt du was, nee, ich möchte das gar nicht reparieren lassen, ich finde das, macht mir nichts, macht mir dann Aufkleber drauf auf die Stoßstange, wer weiß, vielleicht der Nächste, der kloppt da wieder rein in das Auto, bezahlt mir das aus. Dann bezahlt die Versicherung ihm diesen Schaden aus, der wird dann auch bei der Versicherung registriert, dass dieser Schaden nicht instand gesetzt worden ist und dann bekommt man den Betrag, aber ohne die Mehrwertsteuer. So, dann kann man das kassieren und kann davon lecker essen gehen. Und oder man sagt, okay, ich kriege jetzt von der Versicherung, sag mal, 2.000 Euro oder 2.500 Euro. Ich habe jemanden, der mir das günstiger reparieren kann. Ich hole mir, was weiß ich, einen gebrauchten Stoß, einen gebrauchten Stoßfänger macht den dran. Zum Beispiel kommt zu uns und sagt, könnt ihr mir dann eine gebrauchte Stoßstange drauf machen? Dann bauen wir ihm eine gebrauchte Stoßstange drauf. Das kostet dann vielleicht rausdrücken. Ja, wenn man es gedrückt kriegt, weiß ich jetzt nicht. Lass das alles in allem vielleicht nachher ein Tausender sein, möglicherweise bei einem Schaden von 2.500. So, dann zahlt er dann die 1.000 Euro und steckt sich den Rest ohne die Mehrwertsteuer ein und hat dann sein Vergnügen damit. Das kann man machen. Das kann man so machen. So, und ansonsten, wie gesagt, das Einfachste ist, das irgendwie abzugeben an eine Sachverständigen. Klar ist, hier muss auf jeden Fall das Heckblech instand gesetzt werden, die Heckklappe, müssen wir mal schauen. Vielleicht kriegen wir es jetzt in der Zeit noch hin, der Sachverständige kommt nachher, vielleicht kriegen wir es in der Zeit noch hin, dass ich mit anschaue, obwohl der dann auch nicht, der nimmt das alles auf, macht Fotos, aber gucken wir mal. Die bewerten das dann meistens zu Hause, gucken dann bei ihren in den Listen nach, in die Autodata. Haben. DAT, Schwacke. Gucken dann drin nach, haben ihre Programme, wo die damit arbeiten und sagen dann, okay, Schaden ist so und so hoch, muss instand gesetzt werden, muss lackiert werden, Stoßfänger muss neu, das muss neu, das muss neu. Das hier wird zum Beispiel nicht instand gesetzt, das wird dann auch meistens neu gemacht, so eine Heckklappe. Ja. Muss auch gucken, wie das geht. Aber das ist bestimmt der Sachverständige, da sind wir. Ja, es wird ermittelt, was das Fahrzeug noch für den Restwert hat. Es kann natürlich auch sein. Aber guck mal, hier das Spaltmaß stimmt auch nicht. Guck mal, die ist auch rübergegangen. Das ist ein bisschen verschoben, das Ganze. Das heißt, der ist hier drauf geklatscht. Und guck mal hier. Und hat das da ein bisschen. Das Spaltmaß stimmt. Hier kommt er an der. An das Glas schon dran, ne? An das Glas dran. Ja. So, wenn man hier. Meinetwegen, das Auto hätte jetzt einen Wert von 1.500 Euro und der Schaden ist 2.500. Dann überschreitet das natürlich den Wert des Fahrzeugs. Und dann gibt es einen anderen Abrechnungsmodus von der Versicherung. Ja, da auch gut, dass du es sagst. Also wenn so ein Schaden, jetzt sagen wir zum Beispiel, das Auto ist nur noch, das heißt Mehrwert, aber das Auto wäre nur noch 2.000 Euro wert, der Schaden ist aber 4.000 Euro, dann sagt die Versicherung, sorry, Totalschaden, kriegst du nicht 2.000 Euro. Aber, sagen wir, der Schaden ist jetzt, das Auto ist noch 2.300 Euro wert. Und der Schaden ist 2.000 Euro, dann könnte die Versicherung auch sagen, es ist Totalschaden. Nein, da gibt es eine Möglichkeit, und zwar heißt es die 130%-Regelung. Man darf 30% über den Fahrzeugwert drüber reparieren, fachgerecht reparieren. Ja. Und das zahlt die Versicherung dann auch. Das noch als Tipp, aber am besten, wir sind ja jetzt keine Rechtsbelehrung hier, Rechtsanwalt fragen, wir können nur die Tipps geben, das sind die Erfahrungen, die wir machen und fertig aus. Gut, okay. So ein Auto hat ja für mich oft auch einen ganz anderen Wert, wo man sagt, ich habe das Fahrzeug von meinem Vater übernommen, ich möchte ihn unbedingt erhalten und dann steckt man halt das Geld in das Fahrzeug rein und erhält damit den Wert des Autos und sein Andenken. Die Sachen haben wir ja auch oft. So, dann wollte ich mal euch noch was zeigen. Guck mal hier sind hinten so Läppchen dran. Ne? Ja. Da fragt man sich, wofür sind hier so Läppchen dran? Ja, wir machen auf der Seite. So. Oder von der Seite. Auf der Seite ist besser zu sehen. Da geht es schöner. Wenn man die Tür, so ein Auto ist wirklich dicht. Es gibt einige Fahrzeuge, die sind nicht dicht. Patrick, fall nicht. Da regnet es rein oder sowas. Da haben wir auch gleich noch ein Auto, das zeigen wir euch, was nicht ganz dicht ist. Ein Golf, der komplett voll mit Wasser steht. Aber hier hinten haben wir. Mach mal. Zwangsbelüftung. Das heißt, wenn das Auto dicht ist und wir würden jetzt hier die Türe zuschlagen, die Luft, die wir hier reinpressen, wo soll die denn hin? Wir würden die Tür niemals zukriegen. Nicht und dafür mit dem einen Schlag. Ne? Dafür sind diese Zwangsbelüftungen. Guck mal, alle Male. Hör mal, da ist richtig Wind, was hier rauskommt. Ja. Wow. Bei so einem Schuhkartönchen. Herrlich. Ne? Also,
Man merkt auch, wenn man die jetzt hinten zukleben würde, die Dinger, würde hier, würde man die Tür nicht mehr zukriegen. Ich versuche die mal festzuhalten. Hier durch den Arm drauf, da halte ich zu und da halte ich zu. Nee, er kommt trotzdem noch raus. Ja, aber ich merke hier. Es zwitschert ein bisschen, aber du merkst einen Widerstand. Ich merke einen starken Widerstand. Ja. Und hier, hör mal, was das hier pfeift. Hörst du das, Patrick? Also es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Sowas hat jedes Auto. Lass uns mal gucken. Manche haben sie in den Seitenteilen oft drin, ne? Ja, Patrick, du, der springt hier wieder rum mit der Kamera. Kommen wir hier hinten mal, entschuldigen Sie bitte. Achso, da ist ein Rad drauf, gucken wir mal die andere Seite. Die haben die, ja, kann man die sehen? Da oben sind die Plastikdinger, da. Ah, hier an der Seite. Pass auf, und ich mach mal die Tür auf, aber das geht nicht. Noch ein bisschen geht. Ach so, nee, Fenster auf. Fenster ist auf. Aber jedenfalls hat der da die gleiche Klappe, um das zu entlüften, ne? Damit der Druck aus dem Fahrzeug raus kann. Konntest du das sehen? Ja. Also das hat jedes Fahrzeug. Das müssen wir mal. Weil die hätten sonst mit den ganzen Autos Probleme, die Türen zuzukriegen. Ja. Du knallst die zu und die geht nicht richtig zu, weil der Luftdruck das beim Zuschlagen aufhält. Ja, wir sind meistens sitzen hier an der Seite und hier sind auch, kann man auch hinfühlen. Aber das kannst du natürlich leider nicht sehen, da müssen wir jetzt alles abschauen. Hat jedes Auto. Nur interessant, wie viel Druck da rauskommt. Aber das war jetzt interessant zu sehen bei dem Kleinen hier. Ah, das wollte ich euch auch noch zeigen. Guck mal hier. Ich habe vorige Woche ein Peugeot, der hat ein Problem, hat ein Geräusch in der Kupplung. Wie sieht eine Kupplung aus? Ihr wisst ja, die Kupplung trennt die Kraft vom Motor zum Getriebe. Und hier drauf, wenn man jetzt auf die Kupplung tritt, drückt man hier ein Lager auf die Druckplatte. Auf die Druckplatte. Und diese Druckplatte, die Federn gehen runter und lupfen dann hier den Kupplungs- von der Kupplungsscheibe vom Rest. Haben wir ja schon ganz, 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 ganz oft erklärt. Ich wollte nur mal zeigen, die hat ein Geräusch gehabt. Und guck mal hier. Hier, wie blau das angelaufen ist. Hier scheint aber zuerst das Lager gefressen zu haben und hat dann da das zerstört. Ne? Und hier ist das Lager, schau das mal an. Das ist gar kein Lager. Da war das Lager. Das presst da drauf. Das ist komplett zerlegt. Das sieht richtig gut aus. Das hat gescheppert, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das war vor zwei Tagen hier, das ist alles verschmolzen hier. Das ist nochmal so eine Kunststoffhülse. Die ist einfach wird dann fest. Heiß verbrennt, sieht man ja, das ganze Ding ist ja richtig heiß geworden, so blau wie das aussieht. Ja. Ja. Wollten wir schon mal zeigen, was es so für Dinger gibt. Aber die Kupplung war auch runter, ne? Davon ab. Guck mal, der Kupplungsbelag ist kurz vor tot. Genau. Hat sich also auf jeden Fall gelohnt. Ja, andere Seite auch. So, yep. Apropos dichtes Auto. Wir haben ein Auto draußen, das haben wir vor drei Tagen hinbekommen. Da stand so hoch das Wasser dran, ein Golf. Unglaublich. Wir haben ihn jetzt trockengelegt über Nacht. Wir holen ihn jetzt gleich rein und dann spritzen wir den mal ab und gucken, wo der undicht ist. Der ist hinten undicht, da war der Kofferraum nass und vorne stand mindestens so hoch das Wasser. Konntest du eigentlich nur draußen stehen lassen, konntest die Eisblöcke rausnehmen, ne? Nee, war vorige Woche, da war es noch warm. Ah, okay. Soll ich das in den Schrott schmeißen hier? Ja, bitte. Da war es noch warm. Wir setzen ihn auch jetzt hier rein und spritzen das hier drin ab und gucken mal, wo es undicht ist. Normalerweise sind beim Golf gehen immer links und rechts die Türfolien unter der Verkleidung kaputt und läuft das Wasser in den Innenraum. Das vermuten wir bei dem Wagen auch, aber schauen wir mal. Hol jetzt mal rein. Fahr! Holger? Weiter! Ich kann den Bremseprüfstand nicht sehen. Der sieht nichts. Aber sonst? Sonst, Holger? Was? Und sonst? Alles schön. Ja. Das Auto hatte ein Problem. Das Auto war innen drin kletsche, pitsche, nass. So, haben wir hier den Teppich rausgemacht. Teppich hochgelegt, aber nur hier die linke Seite war komplett nass. Da haben wir die Matten rausgeholt. Die hängen hier vorne, die haben wir übers Wochenende getrocknet. Oh, die sind trocken, weil die haben sich,
Also ich stand so hoch voll Wasser. Da war so hoch das Wasser drin im Wagen. Und das Wichtigste ist dann, dass man diese Matten hier trocknet. Ne? Das ist einfach ganz, ganz wichtig. So, und jetzt schauen wir mal. Tor zu! Ein Golf, 2002er Baujahr. Ja, könnt ihr hier oben schön in dem sehen, was die Jungs hier haben einfallen lassen. Ne? Hier oben, da, da. Ah, hier? Da, da. Haben sie außerdem gut gemacht mit den Karten, finde ich echt geil. So, so, wir schauen jetzt, wo der Wagen undicht ist. Der Kunde vermutet hier oben, dass hier oben was undicht ist. Der hat auch hier hinten, guck mal hier, Feuchtigkeit in der Heckklappe. Ja, das ist da. Und dann machst du in die Bremse los, dann kann der Pino ein bisschen weiter auf den Bremsepusher fahren. Ja. Und die Handbremse los, dann schieben wir ein Stückchen nach vorne. So. Der ist da auch nass, weil da müssen wir nochmal aufschrauben hier. Die Verkleidung nochmal eben ein bisschen ab. Also hier kommt aber auch, Dichtung raus aus dem hier, aus dem Rand. Also wenn hier Wasser reingeht, hier Wasser eindringt, dann kann man da drin auch Goldfische aussetzen. Aber eigentlich haben die hier keine Probleme an diesen Stellen, ne? Nee, eigentlich nicht. Da steht Wasser drin. Da steht Wasser drin. Und gefroren ist es. Ja. Eis. Okay. Ja, natürlich klar, wenn das dann hier voll wird. Achso, hier ist auch wieder diese Belüftung. Guck mal hier, hier kann man die Belüftung gut sehen. Ja. Das ist die Belüftung. Oft sind die auch kaputt und dann geht das über das Wasser, was hinten hochgewirbelt wird, da rein, ne? Ja. Wir haben ja auch schon einen neuen Stecker dran gemacht. Ja gut, okay, auf jeden Fall ist... ist hier Wasser dran? Dann kann natürlich sein, dass das hier drüber dann dahin gelaufen ist. Ah, kann ich mir nicht vorstellen, so viel. Da müsste ja alles nass sein, unten, hier drunter alles, oder? Okay, also wir haben zwei Probleme. Wir haben einmal hinten ein Problem und sehr wahrscheinlich vorne ein Problem. Wenn der Pino jetzt da mal mit dem Wagen weg ist, dann stellen wir ihn hier vorne hin. Weil draußen ist es echt am Frieren, so richtig, richtig, richtig. Minus 8 Grad oder das haben wir ja draußen. Und dann machen wir den hier im Inneren mit Wasser ab, das können wir dann abziehen, das ist kein Problem. Und schauen mal, ob wir da irgendwo und wo der Wassereintritt ist. Ist jetzt eine blöde Jahreszeit für sowas zu prüfen. Aber gut, vorige Woche war es noch wärmer. Das Schöne ist, du kannst, wenn es gefroren ist, die Blöcke rausnehmen und dann wegschmeißen. Ja, kannst du auch ein bisschen Gin und Tonic drauf schütten? Ja, das kann man mal machen, ne? So ein bisschen Rosmarin rein und sowas, ne? Das könnte lecker sein. Ja, lecker. Ja. So. Wir schauen jetzt mal, erstmal hier hinten, ich setze mich rein, Jürgen macht von außen nass, dann schauen wir mal, ich habe ein GoPro dabei, dann gucken wir mal, ob ich hier was sehen kann. Gibst du mir mal den Gin? Meinst du, ich könnte rausgehen und Schnee machen? Nein, hör auf. So, mach die, zieh den Kopf ein. Ja. Weg. So, weg ist er. Jetzt brauche ich nur noch abschließen. Guck mal, wie ein Hund sitzt da hinten. Hallo. Mama. Mach mal bitte vorne das Fenster zu. Vorne das Fenster zu? Ja. Ja, so viel Regen will ich hier nicht machen. Aber je nachdem, wie viel du da hin und her machst. Ja. Ich bin vorsichtig. Die Vermutung ist, dass das hier in der Seite irgendwo reinläuft. Also fange ich mal hier oben an. Ja, mach auf oben an der an der Antenne, Jürgen. Was? Antenne auch oben, ne? Ja, ja. Aber wenn es die Antenne wäre, würde das oben am Himmel auch nass sein. Na? Und? Ach, stopp! Stopp! Ach du Scheiße! Ist das so viel? Ja, mal nochmal an der Stelle! Nochmal? Ja, mal nochmal an der Stelle! Ach du Scheiße! Ach, stopp! Mach nochmal an der Stelle! Stopp! Emma!
Wo warst du denn da jetzt? Hier, ich habe direkt hier oben oberhalb der Lampe reingehalten. Guck mal. Und es läuft wie ein Kränchen. Wie ein Kränchen. Ja, und dann ist ja kein Wunder, dass die Lampe verläuft. Komm, wir machen die Lampe mal raus und schauen mal. Oh ja, na, da ist auch schon Rostfraß. Ach, guck mal, die haben schon einen neuen Stecker da drauf gemacht. Hör mal, was soll ich jetzt da sagen? Wie sinnvoll, dass man da einen neuen Stecker drauf macht und ich gucke, wo das herkommt. Na, es tropft wie wild. Kannst du die so losschrauben oder braucht man Werkzeug? Braucht man Werkzeug. Ja, gib mir mal einen Achterschlüssel. Achternuss. Ja, schon der Hammer. Ja, ist schon sehr beeindruckend, wie viel da jetzt reingekommen ist. Wo kam das rein? Ja, es kam hier oben, genau zwischen, da oben an der Dichtung sah es aus. Genau da. Da sieht man auch noch, wie der Tropfen da steht. Wie der Tropfen da jetzt so langsam abfällt, da an dieser Stelle. Bapp. So, und da kann man genau sehen, sehr wahrscheinlich wird das oben die Dichtung sein oder die Rückleuchte wird kaputt sein. Da machen wir jetzt mal raus. Aber wie der Jürgen das vorhin schon sagte, es ist schon verrückt, dass die da einen neuen Stecker drauf gemacht haben, weil das ja da schon oxidiert ist. Aber dann jetzt das hat ja immer einen Grund, wenn es oxidiert ist und schon weggerostet ist, das Wasser muss ja irgendwo herkommen. Ne? Das steht ja nicht im Auto. Ja, das sind auch also Original, das sind Originalkabel. Ne? Das sind, ne? Reparaturkabel, ne? Reparaturkabel. Das hat also unten auf jeden Fall ein Fachmann gemacht. Ja. Naja, gut. Aber schon. So ein Lappen hier. Unten noch fertig. Ja, sind das die mit dem Block da drin? Ich hasse die. Warte mal, das ist ja noch verschraubt. Ist da noch eine Schraube? Da müsst ihr dann dahinter ja, sein. Ja, da ist noch eine Schraube. Ah. Lange Verlängerung? Oder geht's so? Nee, geht so. Manche haben da so einen Plastikploppel drin. Wie nennt man das eigentlich? Plastikploppel. Plastikploppel-Clip. Und je nachdem hat man dann schön eine Ecke abgebrochen von der Lampe, wenn man sie dann versucht rauszumachen. Ah, so geht aber schön. Guck mal, wie blöd ich jetzt gucke. Hier ist nochmal eine Dichtung drauf. Wie soll das dicht sein? Oder guck mal, das ist ein Ersatzteil. Hat irgendjemand neu gemacht und hat vergessen, eine Dichtung drauf zu machen. Das ist ein Ersatzteil, das ist neu gekommen. Ja, aber Holgi. Einmal, das ist nicht gestellt, was wir hier machen. Nee, da würde ich nicht so blöd gucken. Ja, ist gar keine Dichtung drauf. Warum ist das denn undicht? Keine Ahnung. Also eins und eins zusammengezählt ist, da ist ein neuer Stecker drauf gemacht worden, dann ist eine neue Lampe dran gekommen, die auch nass ist, die legen wir auf Verheizung und lassen die trocknen. Komm her. Und dann kommt da eine Dichtung drauf und dann sollte das dicht sein. Aber wir haben ja vorne auch noch ein Problem. Ja, gut, jetzt haben wir hinten das Problem gefunden. Ich lege das mal auf die Heizung. Ja, und dann stellen wir die Waren ein Stückchen zurück. Ich komme da nicht drauf, da oben auf die Heizung. Du musst hochklettern. Ja, ich mache das. Ja. Willst du auch mal irgendwann in deinem Leben hoch hinaus, oder? Ich warte, bis es trocken ist. Manchmal so einer am Helm, das ist unglaublich. Hab nichts gesagt. So, jetzt schieben wir den ein Stückchen zurück und machen den mal vorne nass. Aber das ist schon witzig, da so ohne Dichtung, muss ich sagen, großartig. Ach so, außerdem, ne? Winterzeit, Jackenzeit, ne? Bei unserem Shop. Geile Jacke, macht voll Spaß damit. Das ist meine Arbeitsjacke, die habe ich mittlerweile bei der Arbeit an. Und ich habe noch eine privat, mit der ich gerne rumlaufe. Ist einfach schick auch. Also schaut mal in unserem Shop. Ratschen haben wir auch noch genügend da. Boah. Ne, vielleicht ein bisschen weit vorne. Boah. Wo hinten willst du? Und da war ich nicht schnell genug wieder weg. Gebraucht da drauf. Stoßdämpfer-Prüfstand. Jetzt prüfen wir direkt mal die Stoßdämpfer hinten.
Du hast dann verprüft, Stand. Guck mal hier, was, Patrick. Oder welche Seite geht es an? Da sind die Platten, wo der gerade drauf gestanden hat, aber dann zu lange. Dann glaubt der Prüfstand, er will die Stoßdämpfer prüfen, fängt an zu laufen und wir schieben das Auto runter und der läuft einfach weiter. Ja, das Problem ist, wenn er dann so freischlägt, dann gehen die Sensoren kaputt. Da sind so Messsensoren drin, die dann arbeiten und die schlagen dann kaputt. Ja. Hab schon mal viel Geld gekostet. Passiert aber immer wieder mal, selbst dem Chef. Wolltest du noch ein Stück nach vorne? Ja, auf jeden Fall. Opa! So. Okay. Okay, gut. Jetzt gucken wir mal, wo hier vorne der Regen herkommt. Beziehungsweise das Wasser. Er hat ja auf der linken Seite den Wassereinbruch. Dann lassen wir ihn mal hier beregnen. Ach, stopp! 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 Ach, Scheiße! Ich kann ein bisschen draußen schreien. Sprolappen, Jungs, Sprolappen. Sprolappen. Oh, oh. Ja. Ach du Scheiße. Ach, schnell, bevor es hier wieder drunter läuft. Ach, guck dir das an, es hört gar nicht mehr auf. Leck mich in die. Ach, das gibt's. Seht das so schnell? Komm, wie? Zieh mal die Haube auf. So schnell. Ja, ich habe ja gerade mal angefangen zu regnen. Zieh mal auf. Kann ich nicht. Hier eine Wasserpumpenzange. Ich habe den Griff hier abgemacht. Ach, alles macht er kaputt. Nee, habe ich ja abgebauen müssen hier alles. Ich weiß nicht, wo der ist, der Griff. Bomba di agua. Zieh mal. Ja, warte, langsam. Und zieh. Danke. Ah, leck mich. Ey. Schauen wir doch mal da rein. Also wir müssen hier das Plastikzeug abbauen. Das scheint hier. Ich habe hier reinregnen lassen und dann lief es direkt da rein. Die Autos haben ja immer das Problem, wenn da Blätter oder was im Ablauf sind, dann laufen die voll. Und wenn da steht auch die Suppe drin. Da unten. Wenn irgendwas kaputt ist, dann läuft es dann da rein. Da unten steht auch die Suppe drin. Dazwischen. Hey, hör mal. Aber das ist da auch keine Dichtung eingebaut oder was? Das tropft immer noch hier rein. Dann müssen wir das war. Ich fange schon mal an abzubauen hier oben. Lecco mio, ey. Da habe ich den Wagen gerade schön trocken gekriegt. Ja, boah. Ja, ich weiß 100% nicht, wie gerechnet. Das war, als wenn du einen Eimer reingeschüttet hast. Gut, machen wir vorne auf. Da oben ist so ein Kabel. So ein schwarzer Kasten, wo das Kabel reingeht. Schauen wir mal, ob das da undicht ist. Also. Hey, ja. Da weggesprungen, hier rein, da runter, da unten wieder raus. Sehr schön. Schön, dass rausgefallen ist. Wenn die Sachen irgendwo reinfallen und nicht wieder rauskommen, das ist ja doof. Ja. Brauchen wir das Werkzeug, um die loszumachen? Mal gucken. Ja, lass mal den Wagen ein Stückchen nach vorne schieben. Dann kann ich das Wasser schon mal wegschieben. Das Wasser schieben, ja. Der Pino kann da hinten raus. Ja. Attraktion. Ja, das ist hier Formel 1. Ne? Der eine schiebt, der andere ist am Schrauben. So genau so muss das sein. Okay, gut. Ich beseitige das Wasser schon mal. Cola, Wasser, Fanta, Bier, alles gibt es hier. Cola, Wasser, Fanta, Bier. Danke. Wolltest du zeigen, wie das Werkzeug funktioniert? Ja, der Herr Faul macht das eben anders. Ne? Ja. So, Herr Faul, ja. Bitte die Verkleidung nicht kaputt machen. Ah, ich hasse diese. Ja, ich auch. Hast du diese Plastikheber? Ja. Weil wenn man hier nicht sehr achtsam mit ist, dann brechen die direkt hier oben ab. Gehen direkt kaputt. Zum Glück ist es nicht mehr so kalt hier, das Ganze. Wenn es eiskalt ist oder gefroren ist, dann geht es knackt und es ist Plastik schnell kaputt. Wir sind da in so einer Falz drin. Ja.
So, da muss man aufpassen, dass die Ecken nicht abplatzen. Das machen die trotzdem noch mal gerne. Ja, habe ich gerade schon erzählt. Auch wenn man schon los ist. So, und? Ja, also Wasser steht drin. Wo läuft es denn dann rein? Hier ist auf jeden Fall Blätter dran. Und dann steht das Wasser hier noch auf dieser Kante. Vermutlich ist dieser Kasten hier undicht. Kann ja gar nicht anders sein. Wo soll das sonst so reinkommen in diese Menge? Ja. Da sind noch Blätter da in der Ecke. Guck mal, wo das ablaufen soll. Ja. Ich würde sagen, mach mal den Wischerarm, den Wischer raus. Da kommen wir an den Kasten vernünftig dran. Und dann schrauben wir den Kasten mal auf. Zehner. Junge, was ist da Zeug da reingesammelt, oder? Ja. Ja, das ist unglaublich. Deswegen war da auch so viel drin. Ich habe gedacht, das hätte sich über längere Zeit angesammelt. Ja. Ist doch Platz genug. Kann er nicht fahren, oder was? Unsere Werkstatt ist irgendwie alles viel zu klein. Wir müssten doch eine Zweigstelle aufmachen. Wenn hier in Köln irgendwo, hier in Kölner Norden, irgendjemand eine Halle hat oder sowas, die er vermieten möchte, verkaufen möchte oder sowas, dann einfach mal bei uns anrufen. Wir haben Interesse daran, uns zu vergrößern, also eine Zweigstelle oder wer weiß was, was kommt. Jungen, ja. Kannst du mal hier den Stecker abmachen? Ja, gleich. Ich komme gleich. Das ist, ich hasse diese Stecker. Ich hasse. Machen wir hier die Plastikschrauben raus, die Muttern. So, okay. Dann schauen wir uns das jetzt hier mal an. Da ist eine Dichtung drauf, oder? Ja, ich sehe nichts. Müssen die Stecker erstmal abmachen hier. Das ist der Motorkabelstrang, der hier eingesteckt wird. Ja, in dem Fall diese Dichtung, ne? Hier ist so viel Dreck drin. Ja, aber wo soll es... Entweder ist das ein bisschen verformt. Sag ich mal hier. Oder die Dichtung ist einfach. Die Finger sind trocken, jetzt guck ich mal hier hinter. Ja. Da. Ja, in der Ecke. Ja, hier in der Ecke da. Ah ja, hier ist alles nass da. Ja. Ja, okay. Ja, eindeutig. Ja. Oder hier. Oder wo? Oder da. Da ist der Haubenzug geht da rein, ne? Ja. Schwer, so dreckig wie das hier ist, Holger, diese Dichtung hier von innen. Wenn ich nee, da nee, wenn man sieht, da, das sieht man ja, das ist nicht da. Das ist hier der Haubenzug, das ist da reingelaufen, ja, ja. Ja, das wenn das mein Auto wäre, ne? Würde ich das schön mit einem Dichtmittel einsetzen beziehungsweise eine Nadel. So machen wir das. Komm, wir machen das sauber. Wir machen das sauber und setzen das mit Sikaflex ein und machen das dicht. Ja, das ist zeitgerechte Reparatur. Genau, der Deckel, der kostet halt auch noch richtig, richtig Kohle. Vor allem, wenn du ein kleines bisschen Wellerform da drin hast, ne? Ja, wir machen dann das. Dann hast du ein Problem. Wir müssen auf jeden Fall, müssen wir theoretisch noch einen Deckel machen. Machen wir nicht. Ja, die Radaufnahmen müssen nämlich sauber gemacht werden. Guck mal eben an. Hast du sauber hier? Wo ist er denn? Kommt denn nicht mit? Muss ich seine Kamera machen? Ich hab nicht gesucht. Wir machen hier neue Bremsscheiben drauf. Und dann wird diese Aufnahme mir zum
Dinge sauber gemacht. Das ist das, was ihr vorhin gehört habt, was so laut ist. Ne? Habt ihr drauf und dann. Das ist super sauber gemacht, damit die neue Bremsscheibe, die auffliegt, wirklich plan auffliegt, Patrick, und es da nicht zu einer Verformung kommt. Weil wenn es warm ist, wenn man es richtig warm macht und der Patrick ist hier festgeschraubt, kann es zu einer Verformung kommen. So, jetzt gehen wir wieder rüber zu Jürgen. Ich habe dich gesucht, ich bin so schnell. Du bist so schnell, das ist ja unglaublich. Ey. Den Rand dann auch noch schön trocken. Ja, warte nicht, dass was reinfliegt. Ne? Also nichts drin ist. So, und wir machen da jetzt Sikaflex, gibt es von verschiedenen Herstellern. Im Wohnmobilbau wird das sehr viel benutzt. Kann man im Prinzip alles mit abdichten, hält, bleibt flexibel, deswegen Sikaflex. Ich glaube, Sikaflex ist auch eine Markenbezeichnung, gibt es von verschiedenen Herstellern, wie gesagt. Also ist ganz geil, das Zeug, damit kriegt man echt. Bisschen dämlich, ist ja nicht so schlimm, ne? So, Lappen. Machst du da zuerst da rein, ne? Ja. Ich muss mir einen Lappen holen. Ich sehe nichts. Ach, ich leuchte. Moment, halt die Leine. Ein paar Sekunden später. Ja, ich glaube, das ist aber gut. Wissen wir, was auf den Stecker gefallen war? Wissen wir, was den Stecker da getropft? Ich halte den Stecker fest. Ja, ich halte die Platte fest und du machst den Stecker drauf. Ja. Sonst gibt das nämlich hier. Also ich mache hier vorne noch mal ein bisschen was da. Eine grande Sauerei. Da muss auf jeden Fall durch ist. Okay. Komm ich hin zum Leuchten so? Ja. Warte mal, da ist mir meine Jacke zu schade für. Ja. Wenn du da mit den Finger dran kommst, dann hast du es nachher. Was? Wenn du mit den Finger dran kommst und hast es an die Jacke hängen. Ja. Halt genau so, so super. Ja. Alle drauf? Mhm.
Ja. So, jetzt versuche ich den da vorsichtig von oben drauf zu legen. Kabel wieder raus. Loch auf Loch. Wo hast du die Mütterchen hingetan, Jürgen? Die Schrauben liegen auf deiner Werkzeugkiste. Die Schrauben, die immer noch muttern sind. Die muttern. Die Schrauben, die muttern sind. Da. Und hier unten läuft auch schön raus da. Ne? Und sehen deine Stellen. Ja, ist schön rausgequetscht. Jitschi. Komm, ich zieh fest. Was wir jetzt normalerweise gemacht hätten, wäre, was heißt normal? Das ist das, was normal machen. Zeitwertgerechte Reparatur nennt man das. Das Auto ist ja schon alt genug, ist ja genug Aufwand schon. Können wir uns wieder eine Decke sparen. Eine Decke kostet bestimmt auch 50, 60 Euro, wenn man den überhaupt noch bekommt. So haben wir das mit Dichtungsmittel eingesetzt. Das ist jetzt... Sieht gut aus, Holger. Gut, wir können eigentlich jetzt schon, weil es jetzt schon zusammen ist, jetzt schon mal was Wasser drauf zu landen. Lassen wir mal 10 Minuten, Viertelstunde warten. Das dann tun wir da mal Wasser drauf. An, ja. Dann sehen wir direkt, ob noch was reinkommt. Also 10 Minuten warten ist ja gut. So, hier haben wir ein Auto. Unglaublich. Ein bisschen Problemauto. Eigentlich ein 124er Typ, der normalerweise gar keine Probleme macht. Nie Probleme macht. Der Wagen hat folgendes Thema. Man fährt mit dem Wagen und plötzlich geht der Wagen einfach während der Fahrt aus. Alte KE-Jetronik. Da haben wir überprüft, da haben wir gefunden, dass KE für kontinuierliche Einspritzung elektronisch beaufschlagt, hier mit einem elektrohydraulischen Drucksteller, der den Ober-Unterkammerdruck regelt, mit Katalysator und so weiter, Lambda-Sonde hat er alles schon. Dass der Drosselklappenschalter kaputt war, teilweise schaltet er, schaltet nicht und dadurch nicht, hier ist eine Leerlaufstabilisierung, da wird um die Drosselklappe herum ein Bypass gebildet und da ist so eine Leerlaufstabilisierung, diese Zigarre hier, wie wir sie gerne nennen, und die regelt den Leerlauf. Dann haben wir das gefunden, haben dieses Teil gebraucht, neu bekommen, also gebraucht natürlich. Wir kaufen dann immer Teile und Ersatzteile. Dann haben wir hier ein Problem gehabt, dass der Steuerkolben zeitweise gehangen hat. Kann man jetzt... Das ist der Steuerkolben, der die Kraftstoffmenge beim Gasgeben reguliert. Sobald man hier Gas gibt, aber ich habe da vorne noch den Mengenteiler liegen, das können wir noch mal trotzdem mal erklären. Da ist eine Luftmengenmesser, also weil wir das nur komplett bekommen haben, das Teil. Von einem Ding zum nächsten und immer wieder ein neues Problem und immer wieder eine neue Aufgabe hier dran. Unglaublich, was da für Stückchen kam. Wenn wir jetzt Gas geben, wird hier dieses Teil, das sitzt ja hier oben drauf, wird hier Luft durchgesaugt. Geht nach unten auf. Geht nach unten auf und hier unten kann man sehen, wie sich das dann da verändert. Hier ist ein Steuerkolben. Der sitzt da drin und der, je nachdem, wenn man Gas gibt, geht der... Kann man hier schön sehen, der geht hoch, hier geht er runter, der geht auf der Seite hoch und drückt den Steuerkolben nach oben hoch. Und sorgt dann dafür, dass der Kraftstoff hier kontinuierlich zu den einzelnen Einspritzdüsen geführt wird und eingespritzt wird. Und dieser Steuerkolben, der hängt innen drin, also er muss verrostet sein innen drin. Dann haben wir dieses Teil hier besorgt. So, und jetzt haben wir einen wunderbaren Leerlauf. Der Wagen läuft spitze im Leerlauf, geht nicht mehr aus. Der Kunde bemängelte aber auch zeitweise, was wir auch zeitweise beobachtet haben, dass der einen Leistungsverlust hat. Aber nur zeitweise, wie verrückt das doch ist. So, kann man jetzt mal Gas geben? Da kann man jetzt hier, wie die Stauscheibe hier runtergeht, der Luftmenge messen. So, nicht aber das ist keine Gasannahme, was der macht. Der muss hochgehen und muss der genau losschießen. So, das was haben wir jetzt gemacht? Jetzt haben wir vor dem Katalysator die Lambda-Sonde rausgenommen, um zu gucken, ob die Abgase vielleicht nicht weggehen. Also dieses Teil hier ist jetzt, zeigen wir mal eben. Fährst du eben hoch, Jürgen? Wo geht der von der Seite? Auf der Seite. Also vor dem Katalysator sitzt hier die Lambda-Sonde, da haben wir dieses Teil reingebaut und damit können wir den Abgas-Gegendruck messen. Das heißt, ob das Abgas gut hinten rauskommt oder schlecht hinten rauskommt. Wenn es hinten nicht rauskommt, staut sich das natürlich bis nach oben, bis in den Brennraum rein und der Wagen hat keine Leistung. Das, was wir jetzt hier auch vermuten. Dann wollen wir euch das nochmal zeigen hier. Hier sitzt der Katalysator und hier oben sitzt die Lambda-Sonde, die haben wir jetzt rausgenommen und haben das jetzt hier dran montiert.
Wenn wir Gas geben, muss er im grünen Bereich drin bleiben. Darf nicht raufgehen in den roten Bereich. Können Sie, da reingetan. Ah, okay. Können Sie bitte nochmal runterfahren? Ich fahre, wohin du willst. Der Abgasgegendruck darf dann eigentlich so bis 0,5 maximal gehen. Maximal. So. Und der Pino hat ihn gerade geprüft, habt ihr ja früher bestimmt gehört, als wir da vorne gedreht haben. Und sagte, komm mal rüber, guckt euch das mal an. Das zeigen wir euch jetzt mal. Aber es war verrückt, das sind Leerlaufprobleme. Zeitweise schlagartiges Ausgehen. Wir haben so viel gefunden bei den Wagen. Wir haben gemessen, gemessen, gemessen. Und jetzt haben wir das Problem. Hier, Kraftstoffdruck haben wir gemessen. Das ist jetzt noch drin, das Kraftstoffdruckmessgerät. Während der Fahrt haben wir das reingelegt, um zu gucken, während der Fahrt, ob der Kraftstoffdruck auch bleibt. So, und jetzt schaut euch mal den Abgasgegendruck an. Sich entweder der Cut zerlegt, krumm gelegt, dazwischen irgendwo gelöst, sodass die Abgase nicht durch den Katalysator rauskommen, sondern drumherum müssen, verstopft den Ausgang davon und kann nicht raus. So, und zeitweise ja, zeitweise nicht, da dreht sie sich so rum oder so rum. Fahre ich mit dem Auto, hatte eine kurze Erschütterung, legt der Cut sich wieder in die andere Richtung und schon kann ich wieder ein bisschen Gas geben. Das ist eine Natürlich ist so ein Auto auch tierisch alt, aber das Problem ist bei sowas, der Kunde macht natürlich auch, seid ihr irre, wie lange ist das Auto bei euch? Ja, Teile bestellt, wieder einen Monat gewartet. Dann haben wir einen falschen Mengenteiler bekommen. Also, ja, der Wagen ist für die Autos gibt es die Teile nicht wie Sand am Meer. Da muss man schon genau gucken und dann gucken, dass man auch vernünftig kriegt. Denn wenn ich gebrauchte Teile kriege, die sind ja oft genauso alt wie das Auto. Und wenn die lange gelegen haben, tun es die auch nicht mehr. Also da aber zeitwertgerechtiger schießt man sich oft selbst in den Knie bei den Fahrzeugen. Heißt nun mal eben, dass wir so Teile dann... Eigentlich können die nichts, die Autos. Also können nichts heißt, da ist nicht viel mit hochkomplizierter Einspritzanlage und. Das ist alles recht einfache mechanische Technik. Und wie gesagt, die alten Teile, die gebrauchten Teile sind so alt wie die Autos selber. Ja, und dann baut man natürlich einen neuen Mengenteiler oder einen gebrauchten Mengenteiler ein und dann haben wir plötzlich, nachdem wir den Mengenteiler eingebaut haben, das Problem, dass der dann keine Leistung genommen hat, haben wir gedacht, der Mengenteiler wäre kaputt. Also dann wieder ausgebaut, wieder geprüft, der neue Mengenteiler, gebrauchter neuer Mengenteiler natürlich in Ordnung. Dann haben wir den Luftmassenmesser, also hier Stauscheibe noch rausgenommen, nochmal geschaut. Dann haben wir gefunden, also kommt ihr auch noch dazu, muss ich auch nochmal sehen, das hier... Unten kommt drunter. Von Hündchen auf ein Stöckchen, ja. Das ist ja. Das hier sitzt hier unten drunter. So. Ja. Da sitzt das drunter und hier wird die Luft eben angesaugt. So, und jetzt schaut euch schon mal hier diese Hutze an. Ach du Scheiße, guck mal, komplett porös. Da. Das kam dazu. Also dieses Auto hat uns jetzt Kraft, aber Nerven, Kraft und Energie, Nerven. Vor allem den Kunden. Aber klar ist, neuer Katalysator, ein Katalysator muss rein, da wird der Kunde natürlich jetzt weinen. Aber so ist es nun mal eben, Fehler gefunden, jetzt besorgen wir dann einen neuen, müssen wir jetzt mit dem Kunden absprechen, ob er den Tausender da auch noch reinstecken will oder müssen wir mal schauen, vielleicht kriegen wir irgendwas zeitwertgerecht. Schauen wir mal. Gut, gehen wir zu unserem Golf zurück. Der dürfte jetzt langsam ein bisschen angetrocknet sein. Stopp. Wir haben jetzt die ganze Zeit lang weiter. Die Jugend ist schon längst wieder weg. Es geht aber gleich hier weiter in dem Video. Fahr mal hoch. Ja, wir haben ja vorhin das gemessen und haben ja ganz klar gesagt, das wird der Katalysator sein. Was soll sich sonst auch zusetzen? Gibt es ja eigentlich gar keinen anderen Grund für. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben in den Katalysator von der einen Seite aus reingeschaut. Da haben wir nichts gesehen, haben wir gedacht, okay, der Katalysator sind ja zwei Teile, vielleicht ist es im hinteren Teil kaputt. Hier hat man vorhin im Endoskop reingeschaut, da war nichts zu sehen und dann, stopp, warte mal, du ein bisschen runter. Und dann haben wir hier reingeschaut, da kann man sehen, stopp, da hinten kann man den Monolith sehen, der ist nicht kaputt. Wir haben ja gedacht, der wäre kaputt und hätte sich da vorgelegt. Da ist aber nichts zu sehen, überhaupt gar nichts. Und jetzt haben wir den Auspuff ab. Und wir vermuten jetzt tatsächlich, dass der Auspuff irgendwie dicht ist. Also irgendwie, aber wir probieren das jetzt erstmal aus. Fährst du mal runter, Pino? Ja. So, das geht eben hier auch so den ganzen Tag. Kunden, die sowieso schon ihre... die Autos abholen, haben dann noch gerne noch eine Tasse mit Unterschrift. Vielen Dank, Herr Schäfer. So. Und vorhin habt ihr gesehen, wie der
Wir haben den Auspuff jetzt hinten ab, der wird jetzt ein bisschen lauter sein als andere Autos. Vorhin sind wir ein bisschen zwei rübergegangen, pass auf jetzt. Auspuff zu. Auspuff zu. So was gibt's. Was? Komm, wir holen ihn mal nach vorne. Boah, oh, was ist denn da drin? Was ist denn da drin? Hör mal, der ist schwer wie Stein. Hammer. Innen drin die Dämpfer wahrscheinlich komplett zerlegt. Komplett zerlegt, ja. So. Schönen Tag noch. Ja, das ist die, das ist. Na, auf der anderen Seite. Oh, guck mal, das ist da drin bröselt, Pino. Ja, da kannst du. Ich glaube, da machen wir beide noch. Ja. Ja, so, das ist der innere. Ja, weißt du, was das ist? Die Autos werden Kurzstrecken gefahren. Dann sammelt sich da innen drin das Wasser. Hier innen drin sind ja auch so Dämmwolle drin. Da sammelt sich das Wasser und er steht immer im Wasser, weil die nie richtig freigefahren werden, nie richtig heiß gefahren werden. Und dann rosten die innen drin weg und setzen sich komplett zu. Habe ich auch noch nie gesehen. Noch nie. Unglaublich, auch wie schwer der ist. Also das ist auch der Hammer, wie schwer der Teil ist. Ja, mit so neuen Autos, hallo, wie ich aussehe. Mit so alten Autos, meine ich, das immer mal zu erleben. So, gut, okay, das ist auf jeden Fall klar. Beide Dämpfer, Schalldämpfer neu. Und dann läuft der Hobel endlich, ne? Okay, geht jetzt weiter mit dem Video. Geht da noch nicht weiter mit dem Video. Wir haben uns jetzt gerade überlegt, ich steig dir mal auf, wenn wir schon so ein Ding hier haben, gucken wir mal da rein, wie das da drin aussieht. Und wir schneiden den einfach auf und dann schauen wir mal weiter. Akku leer. So, dann schauen wir mal, wie so ein Ding von. Ach du Scheiße. Leck mich am Arsch, Marie. Ey, sowas habe ich auch noch nie gesehen. Das hier ist die Dämmwolle, die da drin ist. Guck dir das mal an. Das ist alles total weggefault. Junge, das ist mal ein Bild. Plätschen nass. Ganze Rolle hier, alles pitschnass. Ja, und dann ist er so langsam aber sicher auseinandergefallen. Hier sind normalerweise so Röhren drin. Die Luft kommt ja hier rein, also die Abgase. Und wenn dann hier über verschiedenen Röhren wird der Schall gedämpft. Und dafür sind auch diese Dämmmatten da. Das ist alles total, total weggefault, der ganze Kram. Ja. Gut. War es doch wert, da mal reinzuschauen, oder? Aber jetzt geht's weiter mit dem Video. Warte noch ein bisschen. Nicht wieder auf dem Prüfstand, ne? Ja, ja. So, gehst du wieder rein? Ich setz mich rein. Du gehst rein, ich mach Wasser. Ich bin der Wassermann. Obwohl ich Steinbock bin, ne? So, dann schauen wir mal. Mach mal Klappe zu. Oh, dann schauen wir mal hier unten. Und das ist auch das alte Wasser. Das mal wegfutzen hier. Das müsste eigentlich jetzt schon reinlaufen. Das müsste jetzt schon laufen, Holger.
Nix. Kommt noch was? Nee, nix. Gar nichts. Ja. Alles trocken? Top, die Sehr geil. Füllt. Sehr schön. Sehr geil. Das stand schon so hoch voll Wasser da Sehr drin, geil. Da hätte schon längst reinlaufen müssen. Da ist wieder Wasser drin. Der Joscha, du Drecksack. Joschi! Hat ihm gerade Wasser da reingeschüttet. Was Wasser da drin? Halunke. Diese Halunke. Ein kleiner Drecksack, du. Ja. Gut, okay, auf jeden Fall. So, ich mach den Stopp wieder. Das ist super. Dann bauen wir das so vorne wieder zusammen. Ich habe schon mal hier vorne ein bisschen gespült. Da hinten wollte ich nicht spülen, wegen dieser Leiste hier. Da müssen wir mit Luftdruck wegpusten, sonst kriegen wir den Rahmen da nicht wieder rein. Boah. Weil da hinten ist der Innenraumfilter, der wollte ich nicht volllaufen lassen. Ne? Je, lecker. Gut, dann würde ich sagen, schrauben wir das eben nochmal zusammen. Hier, komm mal her, das kann man... Nee, du nicht. Patrick, guck mal hier. Wir haben ja hier oben das Plastik drauf liegen. Und es kann schon mal passieren, wenn die Ablauflöcher da unten rechts und links, wenn die zu sind, kann das hier so hoch ansteigen, das Wasser, dass das Wasser hier oben über den Innenraumfilter in den Innenraum reinläuft. Und das soll bei einem Service, bei einer Inspektion, müssen die freigemacht werden, damit das nicht passiert. Ne, so viel dazu. So, ich mache jetzt den Schlauch weg. So, dann schrauben wir es eben zusammen. So, wie weit bist du hier? Ja. Okay. Rest schrauben wir zusammen. Hinten kommt eine neue Dichtung drauf, die haben wir gerade bestellt. Nochmal zur Info. Das da vorne, ja, haben wir jetzt so in der Form auch noch nicht gehabt. Nee. Was meistens ist, ist, dass hier innen drin die Folien, die hier drunter sind, unter der Verkleidung, dass die undicht sind. Das Wasser läuft ja hier durch, hier vorne die Dichtung, die ist nicht 100% dicht. Das ist gewollt, dass da Wasser reinläuft. Das kann auch unten wieder rauslaufen. Und dann kommt das hier unten wieder raus, das Wasser. So, aber... Wenn die Dichtung kaputt ist hier und drunter, dann kann man hier sehen, an diesen Stellen, wenn man hier lang geht, dass dann da feucht ist. Oder da so Nasen sind oder so. Also, wenn dir irgendwie Wasser eintritt bei dem alten Golfer, dann schaut erstmal einfach mit dem Daumen hier drunter gehen. Hier die innere Kante, nicht die äußere Kante. Und hier lang gehen und gucken, ob hier an dieser Naht direkt Wasser... hinter der Verkleidung. Hinter der Verkleidung. Vielleicht kann man schon mal eine Nase sehen, wo was gelaufen ist. Oder man sieht dann Tropfen stehen. Ja. Ja. Haben wir ganz oft an allen Türen. So, ihr Lieben, ja, ziemlich rasantes Ding heute. Ne? War echt schön, war spannend, war interessant. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, in jedem Fall abonnieren. Genau. Wir sind wieder kurz vor... 2 Millionen. Ja. Hat tierisch viel Bock gemacht. Ja. Bis das nächste Mal. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.